Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier am 13. Februar. Es grüßt Sie Chris Kämmerer zum JFD-Devisenradar und wir wollen wieder mal auf den Währungsmarkt schauen. Zu Beginn in dieser Handelswoche allerdings ein Stück weit exotischer. Sie haben es an der Headline sicherlich schon vernommen. Australdollar gegenüber Neuseeland-Dollar soll heute mal zum Wochenauftakt hier im Fokus stehen. Und das aus vielerlei Gründen. Zum einen haben wir, und da gehen wir mal kurz auf die Leitzinsen, Informationen, hier im vergangenen Jahr einige Aktivitäten gesehen aus dem ozeanischen Raum. Sprich, wir hatten hier Leitzinssenkungen zuletzt im November auf Seiten der neuseeländischen Notenbank hier mit einer Reduzierung auf 1,75. Und wenn wir uns ein Stück weit in den Sommer zurückkatapultieren, dann haben wir direkt gesehen, auch dass neben Neuseeland auch Australien den Leitzins senkte, aber hier immer noch ein kleiner positiver Bias hier bei dem Neuseeland-Dollar vorherrscht. Die Frage ist, kommen noch weitere Leitzinssenkungen? Da wurde sich ein Stück weit restriktiv geäußert aus Australien. Neuseeland hier vielleicht durchaus noch ein Stück weit mit Spielraum. Das sind Spekulationen, die sich hier üben. Unlängst muss man auch sagen, hat sich gerade im Kontext dieses Vergleichs der Australdollar hier im Tagesschartintervall ganz gut geschlagen. Dahingehend, dass hier dieser Unterstützungsbereich um 1,035 tatsächlich als Boden diente. Hier im Dezember zuletzt getestet, dieses Level, und dann auch hier im Januar mit Beginn in den Februar hinein gab es dann auch gerade in der letzten Handelswoche hier starkes Aufwärtsmomentum. Und nun sind wir in einem Bereich um 1,064. Sie sehen diese Horizontallinie, gehen wir ein Stück weiter raus. Das ist eine Zone, die ja als Price-Action-Zone definitiv nicht zu verachten ist und insofern auch Aufmerksamkeit genießen sollte, zumal wir hier oben einen sehr, sehr klar definierenden Widerstandsbereich haben, der erstmal, wenn er denn angelaufen werden sollte, überwunden werden muss, um hier auch wirklich weitere Signale auf der Oberseite zu generieren. Die Luft könnte dünner werden, insofern mal aufpassen, was da sozusagen hier noch ansteht. Also der Bereich um 1,074, klares Widerstandslevel. Hier mit der aktuellen Handelswoche sehen wir, dass wir das Hoch vom Freitag nicht ganz erreicht haben und uns jetzt so ein Stück weit, ja, mehr oder weniger in einer Zone bewegen, die jetzt hier ein Stück weit Spekulation zulässt, dass hier in Bälde doch eine Korrektur anstehen könnte. Obgleich, und das muss man ganz klar sehen, hier, und da zeige ich Ihnen gerne die Seasonal Chart zum Australdollar, Neuseeland-Dollar, mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage hier weiteres Aufwärtsmomentum rein saisonal betrachtet möglich ist. Und insofern ganz klar muss man auf dem Schirm haben, wenn er über 1,074 rausgeht, ja, dann haben wir hier relativ schnelles Fortsetzungspotenzial. Und wenn wir den Chart wieder etwas stauchen, sehen wir, dass wir technisch gesehen hier luftleeren Raum auf der Oberseite haben und dann kann es hier zu einer sehr, sehr starken Aufwertung in Richtung 1,12 kommen. Hier dann das nächste Widerstandslevel und das ist wie gesagt ein enormes Stück weg und dies bleibt als Option gegenwärtig für den Fall, dass wir eben über 1,074 ausbrechen. Für heute, für den Montag allerdings, haben wir zunächst erstmal ein negatives Pattern der FTSE-Vektorlogik. Ja, wird hier sogar aber auch ein Hoch vorausgesagt, was wir jetzt ja unlängst touchiert haben, in Anführungszeichen 1,0664, 1,064 sind wir sogar deutlich drüber gelaufen. Aber der Tag heute wird hier sozusagen mit einer gewissen Schwäche gesehen und der sollte hier entsprechend zu einem Verlust führen können. Bis, und da sehen Sie am Tief, 1,057 wären hier etwa die Levels und dann wären wir dann so auf den Niveaus der oder unter den Niveaus der Freitagsniveaus und ja, das wäre dann hier definitiv schon mal ein Schlag ins Gesicht und hier eine Bestätigung dieser Widerstandszone. Australien-Dollar, Neuseeland-Dollar daher gehend sicherlich interessant, wenngleich der Wochentag zum Wochenauftakt nicht mitspielt, aber im weiteren Wochenverlauf haben wir hier eine sichtlich schwächere Tendenz beim Australdollar und Neuseeland-Dollar. Insofern widmen wir uns jetzt mal der technischen Ausgangslage und skizzieren einfach mal hier ein Stück weit den möglichen Bias. Also, wir sind hier zumindest relativ fortgeschritten. Es kann zu Aufwertungen kommen. Gehen wir aber unter das Freitagstief insbesondere drunter, dann sehe ich hier R-Potenzial auf der Südseite und dass das Währungspaar nochmal in Richtung 1,035 abdriftet. Das wäre sozusagen hier der präferierte Verlauf, auch gegen die Saisonalität. Technisch siegt hier meines Erachtens immer die Situation. Und ja, das wäre der Verlauf auf der Südseite, auch mit einem guten Chance-Risiko behaftet, je nachdem, wenn man denn hier zum Beispiel das Freitagstief verkaufen würde, den Stopp über 1,0. 76 gehen wir jetzt mal. Also noch ein bisschen Spielraum auf der Oberseite. Wäre das das Risiko?
Und hier eine entsprechende Chance auf der Südseite in Richtung 1,035. Noch ein Dip runter. So. Ja, ein CAV von 1,5 plus. Also hier nicht ganz 2 zu 1 und höher, aber das bietet Spielraum. Natürlich könnte man auch hier auf aktuellem Niveau einsteigen, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten. Würde dann natürlich die Ausgangslage ein Stück weit interessanter gestalten, wenn man denn auf aktuellem Niveau spekulativ betrachtet, aber gegen die Saisonalität eben hier ein kleineres Risiko fährt. Dann hat man hier ein sehr, sehr komfortables CRV von 2 zu 1 dann sehr deutlich. Aber wie gesagt, das Bestätigungssignal mit Unterschreitung des Freitagstiefs steht noch aus, denn es kann auch natürlich hier einen Move nach oben geben heute und insbesondere, wie eben eingangs gesagt, wenn der oder vielmehr der Australdollar, das Währungspaar, ja, Australdollar, Neuseeland-Dollar hier über 1,074 rauszieht, muss gesagt werden, dann haben wir hier sicherlich weiteres Erholungspotenzial zu erwarten, was dann deutlich in Richtung 1,12 geht. Zumindest 1,10 als erstes, dann 1,12. Das wären die Level, die sicherlich dann auf der Agenda stehen dürften bei diesem Währungspaar. Aber es stellt sich eben gegenwärtig eine interessante Situation dar, die man durchaus erhaschen kann, so will ich es mal nennen. Und insofern beachten Sie das Währungspaar mal genauer, was denn da noch so vor uns steht. Ich denke, der Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar hat übergeordnet ja hier, sehen Sie es ja auch, eine Seitwärtsrange, eine große Seitwärtsrange. Müssen wir dann auch mal den Börsenplatz wechseln für den Fall, dass wir die längere History brauchen. Können wir gerade mal tun. Ansonsten JFD Brokers natürlich auch hier mit der neuen Protection in Sachen Wegfall der Nachschusspflicht. Da haben wir uns ja hier angepasst dahingehend, dass es keine Nachschusspflicht auch mehr bei uns gibt. Insofern hier die Sicherheit für den Kunden ganz klar oberste Priorität. Schauen Sie sich da mal bei uns um. Sicherlich interessant. Neben dem Zugang zum reinen Interbankenmarkt. Sie handeln mit Goldman Sachs, UBS und Co. Also hier keine Fake-Preise oder irgendwelche Inhouse-Handelsaktivitäten, sondern eben pure Transparenz. Deswegen auch hier bei Guidance stets JFD Brokers auswählen und natürlich über JFD Brokers handeln, um dann auch hier die beste Ausführung zu erhalten. Gut, wenn wir uns aber hier nochmal rausscrollen, jetzt mit der größeren History nach dem starken Schwächeanfall kann man sagen, haben wir, wie gesagt, hier diese große Seitwärtsrange und es darf gespannt sein zu beobachten, wenn es denn eine Schwäche gibt, was hier im Bereich 1,035 passiert. Ihr seht, hier war immer wieder eine Nachfragezone seit letztem Jahr, trotz der neuen Tiefs. Die Tiefs aus April oder vom April 2015 haben wir nicht mehr angesteuert. Hier eine sehr, sehr wichtige Unterstützungszone und deswegen kann es dort sehr, sehr spannend werden im Sinne eines Rebounds nach oben oder eines Absackers nach unten. Das wird sicherlich dann auch ein Stück weit fundamental begründet, aber summa summarum ein sehr, sehr interessantes Paar exotischer Natur zum Wochenauftakt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ansonsten natürlich morgen schauen wir mal, was wir da auf der Agenda haben. Ich habe sicherlich noch das ein oder andere Währungspaar in petto. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in die neue Handelswoche. Auf bald, Ihr Chris Kämmerer und tschüss.